Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zu einer weiteren Folge Station News mit dem Krizzle Schnüssel. Ja, wir hatten in der letzten Folge versucht herauszufinden, wie wir irgendwas anzeigen können. Ich glaube, es war eine Konsole. Seid ihr euch sicher? Ich meine, die Konsole könnten wir so umstellen, dass daraus ein LED-Lichtchen wird. Wir werden es mal probieren. Small Display, genau. Ihr seht, ich hatte recht. So, und jetzt werden wir da oben mal gucken, ob wir dieses Wetter-Event irgendwie auslesen können. Ja, ich hatte natürlich total toll, wie ich bin. Hier kein Heavy Cable mitgenommen. Die brauchen wir nämlich. Aufpassen, Chris. Aufpassen, nicht so übermütig sein. Wir machen. In der Basis wird nicht geflogen, okay? Es wird nicht geflogen in der Basis. So, hier haben wir nämlich noch Heavy Cables. 20 Stück, die könnten wir ja mitnehmen. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, jetzt habe ich irgendwas getauscht hier. Ja, so, okay. Heavy Cables. So, 20 Stück müssen ja reichen. Naja, gut. Das heißt ja bei mir nichts. Ob das reicht oder nicht. So. Also mit Jetpack, da ist man schon irgendwie ein bisschen, da ist man schon ein bisschen dabei. So, wir wollen natürlich ein kleines Small Display. Das könnten wir ja theoretisch auch hierhin tun. Können wir das da dran bauen? Oh ne, können wir nicht. Das ist ja blöd. Na gut, dann machen wir das so. Bauen wir das Small Display hierhin. Und verbinden das natürlich erstmal mit dem Netzwerk. Das kann ich hier nicht machen. Wirecutter. Und drücken mal C und drücken mal C. So, damit sind wir erstmal mit dem Display hier fertig. Und jetzt müssen wir erstmal die ganzen Sachen hier platzieren. Oh, nein! Runterfallen! Runterfallen! Jetzt nochmal. So, Matt Mass Unit, nein, das brauchen wir nicht. Wir wollen ein Logic Mass, nein. Okay, also sind das die falschen. Oh, das ist so irre mit dem Helm. Ich liebe es einfach. Es ist einfach irre. Okay, dann sind das halt keine Logic Units. Dann müssen wir halt hier nochmal bauen. Hier, im Electronics Printer. Und zwar bauen wir Logic I.O. Genau, wir brauchen Logic I.O.s. Ich denke mal, da werden wir mal 3 Stück von bauen. Ja, 3 müssen ja reichen. Ja, obwohl 2 reichen ja eigentlich. 2 reichen. 2 reichen. Logic Reader und ein Logic Writer. Oder möglicherweise brauchen wir noch. Wir basteln das mal noch. Wir brauchen möglicherweise noch ein Memory, wo wir das Ganze hinspeichern. Das werden wir sehen. Wir werden sehen. Es wird lustig. Das ist ja das Schöne in Station News. Man kann einfach alles machen. Ja, man kann einfach alles machen, worauf man Bock hat. Und das finde ich halt so cool. Es ist unfassbar technisch, dieses Spiel. Und meine Solarzellen gucken noch in die richtige Richtung. Das ist schön. So, was brauchen wir? Logic Reader. Genau, wir brauchen erstmal einen Logic Reader. Und wir brauchen einen Logic Writer. So, und jetzt müssen wir die beiden Freunde hier mal kurz ins Netzwerk einbinden. Und ich würde ja mal sagen, wir machen das jetzt einfach so. Einfach immer C drücken. Irgendwann findet das Spiel schon dahin, wo es hin muss. Dann nehmen wir mal ein T-Stück. Nein. So. Und hier machen wir auch ein T-Stück und hier machen wir einfach auch ein T-Stück hin. So, jetzt haben wir hier alles verbunden. Jetzt sind die alle dran. Haben wir hier noch irgendeinen Anschluss? Nee, da hatten wir keinen. Hatten wir da noch einen Anschluss? Ich weiß es nicht. Hat der noch einen Anschluss da unten? Ach, ich weiß es einfach nicht. Hat er oder hat er nicht? Ich meine, der hat oben einen. Oder haben die auch unten einen gehabt? Die haben unten auch einen gehabt, ne? Kann das sein? Naja, passt auf hier. Dann machen wir hier mal Trick 17. Wisst ihr eigentlich, was Trick 17 ist? Ja, Trick 17 ist der nach Trick 16, ne? Nicht wahr? Genau. Ne, den nicht. Ne, den auch nicht. Den hier. So, und dann machen wir jetzt hier natürlich noch einen Vierer rein. Und jetzt müssen wir es doch haben, oder? Jetzt müssten hier alle irgendwie vertüdelt sein. So, jetzt nehmen wir uns mal ins Raumzieher. Schalten wir mal den Logic Reader mal ein.
Und als variablen Input nehmen wir mal. Ach du Scheiße, das ist ja hier. Ah, ja. Konsole, Area Power Control, Air Conditioner, Volumenpumpe. Gassensor, Kühlraum. Ach, das ist unser Kühlraum. Nein. Oh, sind wir da dran? Ach, Mensch. Ja. Haltet mich für verrückt, aber es ist tatsächlich ein Problem. Wir haben keinen Strom, keinen Datenport hier dran. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Datenport hier dran bauen. Das machen wir natürlich alles mit Heavies, weil wir haben es ja. Ne? Wenn ich so das, was nicht haben. Und die werden natürlich nicht reichen. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Also als wir hier schon hochgefahren sind, haben wir schon hochgeflogen sind, haben wir schon festgestellt. Chris, mit Heavies wird das nichts. Aber ich trick's jetzt einfach mal rum. Ist was ich nämlich jetzt mache? Ich mache jetzt einfach mal da normale Kabel dazwischen. Ah, das geht nämlich. Ha, wir haben das Spiel ausgetrickst. So, jetzt müssten wir theoretisch auch von der Wetterstation Daten bekommen. Gucken wir mal. Volumenpumpe. Kühlraum, Vent, LED-Display, Door, Konsole, Air Conditioner, Wetterstation. Okay, wollen wir lesen? Und wir wollen das Next Weather Event Time. So, da steht 0. Ah ja, okay. Das ist natürlich schlecht. So, Out wollen wir auf das LED-Display. Oh, da müssen wir jetzt mal C drücken. LED-Display Small, das wird sein. Aber wir werden es mal markieren und werden mal O drücken und werden das mal beschreiben. Wetter-Display. Immer daran denken, dass er O drückt beim Beschreiben. Hier, ne, beim Schreiberling. Sonst könnt ihr nämlich nicht schreiben. So. Und der soll jetzt mal aufs Wetterdisplay. Als Input nehmen wir... Ach Mensch, dann müssen wir jetzt hier den O noch beschriften. Das ist der Wetterleser. Und das ist der Wetterschreiber. Aber ich habe schon eine 0 gesehen, deswegen... Wetterschreiber. Aber so werden wir das jetzt mal ausprobieren. So. Jetzt nehmen wir den hier rein. So, als Input nehmen wir den Wetterleser. Oh, ja, ich muss einen Kuli nehmen, sei ich schon einen Stift nehmen. Dann nehmen wir den Wetterleser. Was? Wetterschreiber? Wetterdisplay? Wetterleser? Als Schreiber nehmen wir das Wetterdisplay und als Variable nehmen wir... Oh ja, das ist eine Frage. Das kann ich ja so gar nicht auslesen. Ist das Setting? Oder ist das Mode? Also hier schreibt er zum Beispiel schon mal nichts. Ach so, nee, na klar, ich muss... Ich muss das Setting schreiben, na klar. Ich schicke ans Wetterdisplay das Setting und lese vom Wetterleser. Und der zeigt 0 an. Das heißt, wir haben tatsächlich kein Wetter hier auf dem Planeten. Das ist natürlich blöd. Das hatte man mir ja auch erzählt im Dings. Und da werden wir nämlich jetzt mal was gucken. Wir gucken mal, ob wir hier bei Gameplay das Wetter anschalten können. Wir gucken mal. Hungerrate, Difficulty, also das ist die Schwierigkeitsgrad, ne? Ich soll ja mal ein bisschen Deutsch sprechen, aber ganz ehrlich, das ist ja alles easy peasy, was wir hier gerade sehen. Das kann jeder übersetzen, ja? So, wir haben Enable Clouds. Oh, wie, ich kann keine Clouds. Lens Flares haben wir, Reflections. Oh, Reflections gibt es auch, die machen wir doch mal an. Weather Quality ist high. Weather Quality ist high. Ja. Das ist aber nur die grafische Wetterqualität wahrscheinlich. Warum habe ich kein Wetter? Weiß jemand, warum ich kein Wetter habe? Könntet ihr mir das mal erklären? Wenn ihr das wisst. Warum habe ich kein Wetter? Woran liegt's? Es wäre cool, das mal zu wissen, warum ich kein Wetter habe. Weil der hat ja gesagt, Wetter ist hier nicht vorhanden scheinbar. Und es scheint auch so zu sein, denn wir haben hier tatsächlich Next Weather Event Time 0. Das heißt, es wird kein Wetter geben. Sonst hätte ich euch das nämlich gerne mal gezeigt mit dem Sturm. Ah, na gut, wie gesagt, wenn ihr was wisst, schreibt mir das bitte mal.
Ansonsten kann ich ja mal googeln und kann ja mal gucken, warum es nicht ist. Und in der nächsten Folge sollten wir dann Wetter haben, hoffentlich. Also wenn das so einfach geht. Weil neu anfangen wollte ich jetzt auch nicht, ne? Deswegen, das wäre schon cool. So, okay, dann haben wir das erstmal gemacht. Das werden wir dann für das nächste Mal, können wir das ja dann checken. Oh, diese Sounds sind so geil, ey. Dann können wir das ja fürs nächste Mal checken, wie das mit dem Wetter ist, ob wir das hinkriegen oder nicht. Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir das hinkriegen würden. Was ich natürlich nochmal machen wollte, ich wollte natürlich nochmal gucken, was hier noch so Neues gibt. Es gibt nämlich jetzt auch Möbel, habe ich gesehen. Also Kaffeetasse, klar, ohne Frage. Sehr schön. Crate MK2. SDB Hopper. Ja, das sind diese Trichter. Dann gibt es ja noch die Flagge. Die können wir ja auch noch machen. Und Respawn Structure. Das ist auch geil. Kann man aufstellen, wenn man halt mal stirbt. Dann respawnt man da. Und nicht irgendwo. Es gibt Betten, Tische. Es gibt auch eine neue Tür. Soweit ich das jetzt hier gesehen habe. Und zwar ein riesengroßes Tor gibt es. Da kann man halt mit dem Rover sich eine Garage bauen. Machen wir auch alles. Ja, Container Mount haben wir, ist ja klar, da können wir halt die Container bauen. Es gibt ja die Conveyors, also die, wie heißt das? Wie heißt das in Deutsch? Conveyor in Deutsch heißt Förderband, genau. Das haben wir noch. Was haben wir hier noch Neues? Gucken wir mal. Hydraulic Pipe Bänder haben wir ja. Eine Railing, ja, das gab es ja früher auch schon. Kann man halt coole Sachen mitbauen, dass man nicht vom Dach fällt. Finde ich also auf jeden Fall eine schöne Sache. Also hier ist jetzt nicht so viel Neues drin, aber hier sind auf jeden Fall neue Sachen drin. Wir hatten ja schon mal geguckt und die werden wir auch noch machen, Kinderchen. Wir haben ja die Smart Container, ich weiß nicht, ach, da müssen wir wieder den ganzen Schnatter, der da drin ist, müssen wir wieder da reinfüllen. Aber den müssen wir auf jeden Fall mal bauen. Den Advanced Portable Tank müssen wir auf jeden Fall bauen. Was brauchen wir dafür denn alles? Da brauchen wir Silicon, Copper, Steel und ja, alles klar, das haben wir alles. Das ist der isolierte Tank, den gibt es ja als groß und klein. Das ist das Airlock Gate, das ist also ein riesengroßes Tor, ein Airlock Tor. Da könnt ihr also auch eure Basis mit absichern, total geil. Kann man halt mit einem Rover in eine Garage fahren. Finde ich, werden wir auch machen. Cryotube hatten wir schon mal, aber habe ich noch nicht gebaut. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber hier gibt es die isolierten Pipes, genau. Die müssen wir auf jeden Fall basteln. Die Pipe-Orgen, ja, da werden wir auch ein bisschen Spaß mitmachen. Ach Mensch, es gibt noch so viele coole Sachen, die wir noch machen können, nebenbei hier beim Überleben. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Schon mal bei uns im Garten, ja. Okay, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt in erster Linie erstmal um unsere Basis. Das bedeutet, wir müssen jetzt unseren Mining-Dings anziehen. Also Vital sind noch bei 81%, wir müssen also nichts essen, ja. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Geschichte. Und zwar, wir haben ja immer noch einen Beacon am Laufen, glaube ich. Läuft der noch? Ja, der Beacon ist noch an. Das heißt, wir finden auch noch nach Hause. Oh, ey. Das ist immer so ruckelig hier mit dem Fliegen. Wir brauchen unseren Mining-Belt. Den werden wir uns mal anlegen. Und wir werden dann auch gleich mal die Sachen, die wir hier so in der Tasche haben, die werden wir jetzt mal rauspacken. Damit wir jetzt... Achso, den Trecker müssen wir behalten. Damit wir nämlich noch ein bisschen mehr Inventarplatz haben. Für die Sachen, die wir so jetzt aufsammeln wollen. Wir wollen jetzt in erster Linie erstmal Eis aufsammeln. Wir haben hier tatsächlich noch Oxide und Kobalt. Kobalt, wieso habe ich hier Kobalt in meiner Tasche? Kobalt könnten wir ja hier mal reintun. Oh, guck mal, die Ores haben sie geändert. Oh, ist das schön, oder? Nickel sieht aus wie Hasenkacke. Silber sieht aus wie Silber. Kobalt ist schön blau, ne? Kobalt ist ja blau, wisst ihr ja. Lead, ja, das sieht eher aus wie ein Stein, anstatt wie Blei. Ja, und ja gut, Uranium, ja. Sieht ein bisschen aus wie ein Alien-Ei, wie ein Alien-Poppes. Gold sieht aus wie Gold. Eisen sieht wirklich aus wie Eisen, so ein bisschen rostig. Ja, haben sie schön gemacht. Und Kohle sieht eher aus wie ein blaues Pupu von einem blauen Alien. Aber gut, das ist halt so. So, wir werden also jetzt lostrecken und werden erstmal schnell hier das Eis besorgen, was wir noch brauchen. Das wunderschöne Wassereis. Ja, hier bildet sich schon was. Das ist okay. Das Valve ist auf. Also müssten wir theoretisch... Die Filteranlage geht an. Und hier kommt irgendwo ein bisschen Sauerstoff dazu. Ja, das ist jetzt nicht viel, aber das kommt dazu. Was natürlich für die Displays schön wäre, wenn wir hier die Moles noch sehen könnten. Ja, MPA ist ja nicht gleich Mol. Aber anhand der Temperatur kann man das ja ungefähr abschätzen, sage ich mal. Ja, aber wir brauchen hier auf jeden Fall noch mehr Eis. Was...
auch schön wäre, wäre, dass wir, es gibt eine neue Brille, die gibt es aber, glaube ich, nur im Creative-Modus. Wir spielen ja Survival. Im Creative-Modus, glaube ich, gibt es eine neue Brille. Da kann man tatsächlich die Erze unter der Erde sehen. Ja, also, wie heißt das Ding? Ah, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Oder ich weiß nicht, wo man die herkriegt. Das müssen wir auch noch rausfinden. Ich weiß, ihr wisst es wahrscheinlich schon. Oder möglicherweise kann man das auch googeln, woher man die bekommt. Aber es gibt eine neue Brille, die man sich aufsetzen kann. Und mit der sieht man dann, mit der entsprechenden Karte, die man reinstecken kann, sieht man dann die Erze unter der Erde. Und das wäre natürlich schön, weil wir dann nicht mehr die ganze Zeit nur rumrennen müssen und hoffen müssen, dass wir was finden. Sondern wir würden die dann halt schon sehen und es würde dann halt ein bisschen schneller gehen beim Farmen. Aber wie gesagt, auch da müssen wir wahrscheinlich dann warten, bis das in die Dings kommt, in die entsprechende, in den entsprechenden Patch. Ja, weil hier sehe ich das noch nicht, hier sehe ich auch keine Brille. Also ich weiß gar nicht, wo die andere Brille eigentlich hergestellt wird. Wird die nicht im Dings hergestellt irgendwie? Im Research Kit? Das kann natürlich sein, Leute. Das kann natürlich sein, dass wir hier unsere Research-Einheit noch mit in Betrieb nehmen müssen. Um die ganzen Sachen hier zu researchen, die wir eventuell noch brauchen. Das kann natürlich sein. Das werden wir auf jeden Fall nochmal in Angriff nehmen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir das mal. Mit dem Researchen. Das hatten wir ja auch noch nicht gemacht. Und jetzt müssen wir erstmal Oxide besorgen. Wie weit ist die Sonne? Die ist gerade aufgegangen. Okay, das heißt, wir haben genug Zeit, hier nochmal loszufliegen. Und versuchen jetzt mal ein bisschen Oxide zu finden. Ja, guck mal, hier geht's ja schon los. Jetzt ist das Oxide. Oh, oh, oh. Anhalten. So, das sieht aus wie Oxide-Erz. Oh. Oxide. Ja. Also wir wollen ja so ein bisschen Sauerstoff besorgen, deswegen müssen wir Oxide farmen. Ist ein bisschen laut, das Ding. Finde ich. Meint er nicht? Ich finde auch, dass es ein bisschen laut ist. So, hier lassen wir jetzt mal noch ein bisschen Oxide so liegen, damit wir wissen, dass hier ein Oxide vorkommen ist. So viel Spaß, ey. Jetpack! Es ist einfach nur schön. Ey, Leute, Rocketworks, ihr seid die Geilsten. Ernsthaft, ihr seid einfach nur die Geilsten. Ihr habt ein Spiel gemacht, was ich mir schon seit Jahrhunderten gewünscht habe. Ja? Und ihr macht's einfach. Und ich find's geil. Hat die keinen Strom oder was? Die hat Strom. Ich glaube, die geht alleine an. Hat man das nicht schon mal irgendwie gebaut, dass die alleine angeht? Ich meine, das hätten wir schon mal gebaut. So, was ist denn jetzt hier? Ja, okay. Ja. Er macht ja hier was. Gucken wir mal hier Sauerstoff hier. Ja, es wird mehr. Das ist gut. Ja, ihr seht auch ein bisschen Nitrogen ist da auch dabei, also Stickstoff. Aber wir brauchen noch viel mehr. Wir brauchen hier, weiß ich nicht, wie viel Megapascal. Wie viel gehen da eigentlich rein? 60? Ich glaube, bei 60 platzt der, oder? Ich glaube ja. Wir müssen zusehen, dass wir den nicht kaputt machen. So, okay. Wir holen weiter Eis. Ich hoffe, dass ich die Stelle nochmal wiederfinde, wo wir gerade waren. Aber ich meine, wir sind hier so straight geradeaus irgendwie hier so in die Richtung geflogen. Und da hatten wir irgendwo ein Loch gebuddelt. Hier irgendwo. Kann das sein? War das hier? Ich habe ja gesagt, ich lasse das mal so, dass wir sehen, dass da noch Eis ist. Nee, das war's nicht. Nee, das war's auch nicht. Och Mann, ey. Ich buddel hier so viele Löcher. Nee, hier war's nicht. Wartet mal, da ist die Basis, dann war's hier irgendwo. Hier. Hier. Verdammt. War das jetzt hier oder war das nicht hier? Nein, hier war's nicht, oder? Warte mal, da ist die Basis. Wir sind hier in die Richtung geflogen. Kann das sein? Aber am Berg waren wir gar nicht. Oh, ey. Ich finde das Loch nicht wieder.
Ja, ihr wisst bestimmt schon, wo das Loch ist und sagt ihr, Mensch, Chris, ihr bist ja dreimal dran vorbeigeflogen. Ja, bin ich wahrscheinlich. Hier. Das nehmen wir. Das ist es zwar nicht gewesen, aber wir nehmen das. Oh, wir haben eine Exception hier unten. Okay, ist natürlich nicht so schön. Ja, der Bohrer ist ein bisschen laut geworden. Also da müssen wir nochmal nacharbeiten. Da verstehe ich mein eigenes Wort nicht mehr. Ja, aber ist ja schon schön, dass wir den neuen Bohrer haben, der ein bisschen Lack macht hier und nicht so... Aber das andere war eine größere Ader, glaube ich, oder? Es kann natürlich sein, dass das weggeschmolzen ist, ja? Kann natürlich sein. Ja, wir machen das jetzt erstmal voll hier, das Ding, und dann... Ja, ist eine sehr ergiebige Ader, wie ich finde. So. Die Sachen da oben im Ohrbelt, die werden jetzt wahrscheinlich schmelzen, oder? Ne, die schmelzen nicht. Wie geil ist das denn? Seit wann ist denn das so? Dann können wir ja weitermachen. Hier. Ich meine, dass die oben im Ohrbelt immer geschmolzen sind, aber kann mich auch irren, dass solange wie sie im Belt sind, eben nichts passiert. Aber ich meinte, es gab irgendwie einen Unterschied zwischen Ohr und Eis. Das Eis nur unten drin nicht geschmolzen ist. Oben drin ist es geschmolzen. Aber gut, dann machen wir es so. Dann scheint es ja noch kalt genug zu sein draußen. Ich glaube, das war's schon. Ja, das sind natürlich immense Mengen, die wir hier noch farmen müssen. Und das werde ich natürlich nicht alles onscreen machen. Da werde ich offscreen mal noch ein bisschen was farmen für euch. Damit ihr nicht die ganze Zeit dazu gucken müsst bei dem Lärm hier. Stell mir jetzt einfach mal vor, ihr habt jetzt hier irgendwie eine fette Soundanlage und das wummert so doll, dass der Nachbar wahrscheinlich schon im Strahl kotzt hier. Okay, so. Ja, gut, das reicht. Reicht. Wir müssen ja wieder zurückfinden hier. Ja, du kannst weiter fliegen hier, mein Freund. Ah, ist das schön. Das ist wie so eine Biene, ja. Man fliegt los und dann, ja, dann kommt man halt wieder zu nach Hause in den Stock, ne. Ach, so viele Sachen noch zu machen hier in dem Spiel. Ich komme gar nicht dazu, hier alles aufzunehmen, was ich will. Also wie gesagt, entschuldigt das auch bitte, wenn es ein bisschen länger dauert, wenn es mal wieder eine Folge gibt. Ich hatte jetzt die letzten 50 Folgen, hatte ich vorproduziert. Und deswegen konnte ich da auch jederzeit eine raushauen. Ich denke mal, aktuell sollten wir vielleicht mit einer Folge pro Woche rechnen. Denke ich mal. Also, das ist etwas, was man vielleicht machen sollte. Weil alles andere ist meiner Meinung nach auch Overkill. Ich kriege das einfach nicht hin zeitlich. Ja, es steht ja noch ein Umzug an und Arbeit und Familie und Co. Und früher musste man hier immer drauf drücken, 150 Mal. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es scheint so zu sein, denn es passiert nämlich nichts. Müsste man da 50 Mal drauf drücken. Aber ich meine, ich hätte irgendwann mal eine automatische Furnace gebaut, die sich automatisch aktiviert, wenn wir da was reinschmeißen. Aber es scheine ich wieder verworfen zu haben. Oder es ist aus. Und gleich platzt links neben uns der Tank. Das ist nämlich jetzt auch neu. Also was heißt neu? Dinge, die explodieren können, gab es schon vorher. Aber jetzt werden die Sachen auch richtig geil deformiert. Und ja, wir haben kein Wettersystem. Also es wäre schön, wenn er mir mal sagen könntet, warum ich kein Wettersystem habe. Dann brauche ich das nicht suchen. Und wir wollen ja auch ein bisschen Interaktion haben miteinander. Ne? Also ihr könnt da gerne dann mal mit mir interagieren und könnt mir mal erklären, warum ich kein Wetter habe. So, was haben wir jetzt an Sauerstoff drin? 20 Megapascal. Naja, gut, da können wir ja noch ein paar reintun, würde ich sagen. Ja? Gut, okay, ihr kleinen Pupsi-Backen da draußen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann heißt es wieder, der Chris macht den Mars unsicher. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, euer Chris.